Hallo ihr Lieben, heute habe ich mal wieder ein etwas anderes Video für euch und zwar soll es heute um Liebesromane gehen, wo die Charaktere schon ein bisschen älter sind, also keine direkten nur Adult-Bücher. Ich hatte vor einiger Zeit ja gefragt, ob es Themen gibt oder bestimmte Dinge, die euch interessieren, wo ihr gern mal was zu hättet und da war unter anderem die Frage, kannst du mal ein paar Bücher vorstellen, die keine New Adult Bücher sind, wo die Charaktere schon ein bisschen älter sind. Und ich habe gerade mal so durch mein Regal geguckt und habe festgestellt, dass ich doch relativ viele von diesen Büchern habe, die keine New Adult Bücher sind, wo die Charaktere halt schon älter sind. Und ja, es sind eine Menge Bücher geworden, die ich jetzt rausgesucht habe. Und ich versuche zu diesen Büchern nicht allzu viel zu sagen, dass dieses Video nicht zu lang wird. Also wenn ihr Liebesromane sucht, wo die Charaktere schon so ein bisschen älter sind, ich sag mal so Mitte, Ende 20, dann bleibt auf jeden Fall jetzt dran und ja, ansonsten wünsche ich euch wie immer viel Spaß beim Video. Ich habe die Bücher hier neben mir liegen. Ich nehme die jetzt einfach, wie sie gerade kommen. Also die sind jetzt nicht nach irgendwas sortiert oder irgendwas. Also ich habe die jetzt einfach alle hierher gelegt und nehme die jetzt so, wie sie kommen. Das erste Buch, was ich euch zeigen möchte, ist The Opposite of You von Rachel Higginson. Das ist der erste Teil der Opposite Attracted Reihe. Das ist eine vierteilige Reihe. Da lese ich aktuell auch gerade den vierten und letzten Teil. In dieser Reihe geht es um Köche, also um Menschen, die eine Leidenschaft fürs Kochen haben und auf der Suche nach der großen Liebe sind. Nein, das jetzt nicht unbedingt, dass sie auf der Suche sind, aber ja. Es geht um Menschen, die die Liebe finden. Ich muss sagen, ich habe den ersten Teil gelesen und fand ihn ganz, ganz toll. Ich fand die Geschichte toll, ich fand das Thema mit dem Essen im ersten Band ganz toll und ja, kann euch diese Reihe auf jeden Fall nur empfehlen. In diesem ersten Teil geht es um Vera Delane. Vera hat eine sehr, sehr schlimme Beziehung hinter sich und steht jetzt quasi vor dem Nichts und weiß jetzt nicht so richtig, was sie machen soll. Ihr Traum war es immer, eine große Sterneköchin zu werden, aber als Frau hat man es in der Kochszene schon sehr, sehr schwer, weil das immer noch so eine Männerdomäne ist. Und ja, sie versucht jetzt irgendwie erstmal wieder auf die Beine zu kommen, ist zurück nach Hause gezogen zu ihrem Papa und hat ihre letzten Ersparnisse jetzt zusammengekratzt, um einen Foodtruck aufzumachen. Und ihr Bruder besitzt einen eigenen Bikerladen, also er verkauft dort Fahrräder und alles und hat zu ihr gesagt, hier, stell deinen Foodtruck bei mir auf den Parkplatz, da hast du keine Probleme, dass du da nicht stehen darfst und so, weil das ja sein Gelände ist. Und ja, dann parkst du da auf dem Parkplatz und machst da deinen Foodtruck und alles wird cool. Ja, Problem an der Sache ist nur, dass dieser Parkplatz direkt gegenüber eines Sternerestaurants ist. Und das schmeckt dem Chefkoch dieses Sternerestaurants, Killian, so überhaupt nicht, dass da jetzt auf einmal so ein oller Foodtruck steht. Und ja, was dann mit Killian und Vera alles passiert und wer der bessere Koch ist, das ist es, worum es in diesem Buch hier schlussendlich geht. Und ich muss sagen, wie gesagt, ich fand den ersten Teil richtig, richtig toll. Ich fand aber auch den zweiten und dritten toll. Der vierte gefällt mir bisher auch sehr gut. Und ja, das ist eine Reihe, wo die Charaktere auch so Mitte 20 sind, wo sie schon so ein bisschen Erfahrung gesammelt haben in ihrem Leben. Und ja, wie gesagt, es geht um Köche und die Liebe zum Essen. Ich habe auch festgestellt, dass ich euch größtenteils Bücher von Reihen rausgesucht habe. Ich bin so ein Reihenleser. Es ist sehr, sehr selten bei mir, dass ich mal ein Einzelband lese. Also wenn ich euch ein Buch von einer Reihe zeige, dann steht das stellvertretend für die ganze Reihe. Dann finde ich meistens die Reihen ganz toll und wenn nicht, dann sage ich euch das nochmal. Ich habe jetzt aber als nächstes ein Einzelband für euch und zwar ist das Nimm mich von Sherry Adair. Ich finde diesen Buchtitel wie auch das Cover ganz, ganz furchtbar. Ich muss sagen, wenn man das so im Laden sieht, ich hätte es nicht gekauft. Ich habe das damals als Rezensionsexemplar vom Verlag bekommen und habe halt hinten gelesen, worum es geht und fand das ganz, ganz interessant. Und das war das Buch, was mir der Briefträger damals in den Briefkasten gestopft hat, was daraufhin kaputt gegangen ist. Und ich könnte da... Ja, auf jeden Fall geht es in diesem Buch um Jesse und um Joshua. Und Joshua ist ein reicher Geschäftsmann und er hat jetzt auferlegt bekommen, sich eine Frau zu suchen und die Ehe einzugehen, denn sonst verliert er das Geschäft, dann bekommt er das Geschäft nicht vererbt. Und ja, Joshua braucht jetzt ganz, ganz schnell eine Frau, am besten eine, die er dann auch schnell wieder los wird und findet diese in einem heruntergekommenen Diner. Dort arbeitet Jesse. Jesse kommt aus sehr ärmlichen Verhältnissen und ja, Joshua bietet ihr einen Deal an. Er sagt, heirate mich, ich will nichts von dir, du kriegst Geld, du kannst was aus deinem Leben machen und ja, heirate mich einfach und dann lassen wir uns in so und so vielen Jahren wieder scheiden und alles ist fein. Er bekommt seine Firma, sie bekommt Starthilfe für ihr verkorkstes Leben, da doch noch irgendwas draus zu machen und ja, es ist quasi eine Win-Win-Situation und Jesse geht diesen Deal ein und
ja, einige Jahre später ist es dann so, dass Jessie sich denkt, okay, ich habe einen Ehemann, ich habe jetzt mein Studium abgeschlossen, ich habe was gemacht aus meinem Leben, sie ist inzwischen Innenarchitektin und kann davon auch sehr gut leben und ja, ihr fehlt aber etwas in ihrem Leben und zwar ist das ein Kind. Sie möchte gern ein Baby und sie denkt sich so, ich will jetzt nicht irgendwie mir einen Mann suchen müssen und mit dem dann ein Kind in die Welt setzen, ich habe ja schon einen Ehemann und der kann mir eigentlich ja auch ein Kind besorgen. So, das ist so die Ausgangssituation von Jessie und Joshua möchte eigentlich gern erstmal die Scheidung. Ja, dann treffen die beiden aufeinander und Joshua hat keine Ahnung, wer sie eigentlich ist, denn sie hat sich auch rein optisch in den letzten Jahren total verändert und ja, die beiden begegnen sich dann und lernen sich erstmal so richtig kennen und ja, was dann mit den beiden passiert und ob Jessie am Ende ihr Kind bekommt, das ist es im Endeffekt, worum es in diesem Buch geht und ich muss sagen, es ist wirklich eine richtig, richtig süße, auch sehr stark erotische Liebesgeschichte, also es gibt sehr, sehr viel Erotik in diesem Buch, aber ich muss sagen, die Geschichte, die so drum und dran spielt, hat mir damals sehr gut gefallen. Ich fand sie wirklich richtig, richtig süß. Ich fand Joshua teilweise sehr krass. Also der ist so, ja, der weiß halt, ne, ich kriege meinen Willen und wenn nicht, weiß ich, wie ich ihn durchsetzen muss. Und Jessie muss da ganz schön gegenhalten. Und das hat mir damals sehr gut gefallen in dem Buch. Und deswegen, falls ihr mal so ein bisschen was anderes sucht, kann ich euch Nimm ich von Cherry Adair auf jeden Fall empfehlen. Auch wenn Titel und Cover immer noch total hässlich sind. Aber ich mochte es sehr. Machen wir weiter mit einer Reihe, wo ich heute noch hinterher trauere, dass nur die ersten drei Teile übersetzt wurden. Auch hier sind die Cover einfach überhaupt nicht passend für diese Reihe. Und ich finde es immer noch traurig, dass der Verlag halt aufgrund dessen die Reihe nicht weiter übersetzt hat, weil sie sich halt nicht gut genug verkauft hat. Aber sind wir mal ehrlich, wenn man so ein Cover sieht, denkt man an Bumsbuch. Es ist einfach so. Das ist wie Entführt vom Highlander. Das sind auch solche Cover. Und dann denkt man sich, okay, da kommt hart Erotik drin vor und da wird viel, na, ihr wisst schon und so. Aber das ist bei diesen Büchern überhaupt nicht der Fall. Es kommen pro Buch vielleicht 2, maximal 3 erotische Stellen drin vor. Klar, es gibt noch dieses, ah, du bist so toll und angeschmachte zwischendrin. Aber das fand ich in diesem Buch auch nicht wirklich viel und auch nicht übermäßig dominant. Das sind richtig tolle, süße Liebesgeschichten an dieser Reihe. Auf jeden Fall reden wir nicht weiter drüber über diese Cover. Ich habe da schon 1000 Mal zu meiner Meinung gesagt, dass ich sie einfach kotzehässlich finde. Und dass ich bin immer noch der Meinung, wenn der Verlag diese Reihe mit 9 Covern und einem ordentlichen Titel nochmal neu rausbringen würde, dann würden die sich auch echt gut verkaufen, weil das richtig tolle Liebesgeschichten sind. Ja, Broken Hearts von Gina Showalter. In dieser Reihe, das ist jetzt der dritte Teil, weil das Cover immer noch am ansprechendsten ist. Ja, in der Broken Hearts Reihe geht es um 3 Männer mit einer sehr schwierigen Vergangenheit. Und diese 3 haben es geschafft, aus ihrem Leben etwas zu machen. Sie sind inzwischen reiche Geschäftsmänner und möchten jetzt in ihrem Leben zur Ruhe kommen. Sie haben, wie gesagt, sehr, sehr viel erlebt in ihrer Vergangenheit. Einer war im Gefängnis und ja, sie möchten jetzt irgendwie zur Ruhe kommen. Sie möchten ein gesittetes, ruhiges Leben führen und sich irgendwo niederlassen. Und diese 3 Männer sind beste Freunde, sind zusammen auch aufgewachsen und ja, sie kaufen ein altes Farmhaus in Strawberry Valley. Und Strawberry Valley ist, wie diese Stadt auch heißt, eine kleine, verschlafene Stadt, umgeben von Erdbeerfeldern. Und im ersten Teil, das ist der hier, okay, das Cover vom ersten sieht doch noch besser aus wie das vom dritten. Im ersten Teil hier geht es um Jace und um Brooke Lynn, also sie heißt nicht Brooklyn, sondern Brooke Lynn mit zweitem Namen. Und ja, bei den beiden ist es so, Brooke ist behindert, also sie hat Schwierigkeiten mit ihren Ohren, sie hat da starke Einschränkungen, muss auch bestimmte Geräte tragen und ja, Brooke trifft dann auf Jace. Jace war im Gefängnis, wieso, weshalb, warum, sage ich jetzt hier nicht. Und die beiden treffen dann auf einer Party aufeinander und Brooke sucht dort ihre Schwester. Ihre Schwester ist so eine Partymaus und so ein Partygirl, die lässt nichts anbrennen, treibt's mit jedem und ja, das macht Brooke sehr, sehr viele Sorgen. Auf jeden Fall geht sie dann auf diese Party und trifft dann dort auf Jace, der gerade mit ihrer Schwester geschlafen hat und ja, dann entbrandet dort eine Diskussion und ein Streit und am Ende landet Brooke im Pool in kompletter Montur und ihre Hörgeräte werden dabei beschädigt, was sie absolut nicht lustig findet, denn die sind sehr, sehr teuer und sie kann sich keine neuen leisten. Und Brooke möchte dann, dass Jace ihr natürlich die Geräte ersetzt. Wie gesagt, die sind sehr, sehr teuer und ja, was dann mit den beiden alles passiert und wie die Geschichte am Ende ausgeht. Das ist es, worum es im ersten Teil von Broken Hearts geht. Mein persönlicher Lieblingsteil war der zweite. Da habe ich sehr mit der Protagonistin gelitten.
Da geht es um die ehemalige Besitzerin des Farmhauses, welches die drei gekauft haben. Und die führt inzwischen ein sehr, 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 sehr schwieriges Leben. Und das ist mir sehr, sehr nahe gegangen damals. Und ich habe wirklich sehr, sehr, sehr gelitten im zweiten Teil. Und ich kann euch wirklich diese Reihe wirklich nur ans Herz legen. Wie gesagt, die Charaktere hier sind so alle Mitte, Ende 20 auch wieder, so 27, 28. Ich glaube, Jace war sogar ein bisschen älter. Und ja, es ist auf jeden Fall echt krass, was in diesen Büchern alles passiert. Auch bei Brooke und Jace ist alles dann nicht so einfach, wie es scheint. Denn Jace Vergangenheit spielt hier dann auch noch eine gewisse Rolle. Und ja, ich meine, dass er mit ihrer Schwester da geschlafen hat und sie das da gesehen hat, ist jetzt auch nicht gerade förderlich für eine Beziehung. Und ja, was dann halt da so passiert mit diesen drei Herren und ob sie die Liebe finden, das ist es im Endeffekt, worum es in dieser Reihe geht. Und ich, wie gesagt, fand das Setting ultra gut, diese kleine verschlafene Stadt Strawberry Valley. Das hat mir alles sehr gut gefallen. Das ist so eine typisch amerikanische Kleinstadt, wie man es halt auch aus Filmen so kennt. So alles ist schön und jeder kennt jeden und alles ist toll. Und man blickt dann in diesen Büchern auch hinter die Fassade und merkt halt, dass es eben nicht alles so toll ist in dieser Stadt, wie es scheint. Und ja, hat mir sehr, sehr gut gefallen. Wie gesagt, ich bin sehr traurig, dass diese Reihe auch nicht weiter übersetzt worden ist. Ich hatte mir den vierten Band mal auf Englisch gekauft und habe angefangen, den auf Englisch zu lesen. Aber das hat mich einfach zu sehr angestrengt. Da habe ich dann auch irgendwann bei der Hälfte dann aufgehört und habe es sein lassen, weil ich einfach keine Freude dran hatte. Aber die ersten drei Teile, ich kann sie euch empfehlen. In jedem Buch geht es um ein anderes Pärchen. Also ihr könnt die Bücher auch nur diese drei lesen. Da ist jetzt nicht irgendwie was Schlimmes, wenn ihr dann nicht weiterlesen könnt. Ja, Broken Hearts von Gina Showalter, eine Reihe, die ich euch sehr ans Herz legen kann. Machen wir weiter mit der nächsten Reihe, die ich euch empfehlen kann, wo die Charaktere jetzt nicht unbedingt älter sind. Also ich glaube, unsere Charaktere hier sind auch Anfang 20, aber das Ganze drum und dran hier ist nicht so typisch New Adult, und zwar Idol von Kirsten Callihan. Ich muss ehrlich sagen, ich weiß gerade nicht mehr, wie alt die Charaktere im ersten Teil sind, diese Reihe. Ich glaube, die sind Anfang 20. Ich glaube ja, ich glaube Anfang 20. Ich bin mir nicht mehr ganz sicher, also falls ich mich jetzt hier irre, sorry. Aber das ist eine Reihe, die für mich heraussticht, weil es eine Rockstar-Reihe ist. Und in dieser Reihe geht es um, ja, wie gesagt, eine Rockband. Ich habe den Namen dieser Band gerade vergessen. Die Band heißt Killed John und ja, hat, wie gesagt, vier Mitglieder und halt einen Manager, und um diese fünf Leute geht es dann halt quasi. Der letzte Teil ist hier noch nicht erschienen, er sollte eigentlich dieses Jahr im Januar erscheinen, wurde dann aber verschoben. Warum, weiß ich leider nicht, ich habe mich da ehrlich gesagt nicht drüber informiert, wieso, weshalb, warum sich das verschoben hat. Und ja, ich mag diese Reihe unglaublich gerne, sie ist witzig, die Charaktere sind sehr, sehr gefühlvoll geschrieben auch, und die Geschichten haben mir auch sehr gut gefallen. Mein Lieblingsband dieser Reihe ist der zweite. Da geht es um Scotty, das ist der Manager der Band. Und diese Geschichte ist einfach so gut gewesen. Die habe ich echt gesuchtet. Und ich kann euch Idol wirklich nur empfehlen. Wie gesagt, wer Rockstar-Geschichten gerne mag, sollte sich Idol auf jeden Fall angucken. Und ja, im ersten Teil geht es um Libby. Und Libby lebt ganz alleine in einem alten Farmhaus. Sie hat keine Familie mehr. Die sind inzwischen alle verstorben. Und ja, Libby weiß nicht wirklich, wohin mit sich und was sie mit ihrem Leben anfangen soll. Und ja, lebt da halt so in den Tag hinein und vor sich hin. Und ja, eines Tages wacht sie früh auf und dann liegt ein Besoffener in ihrem Vorgarten, der ihren Zaun geschrottet hat. Und sie denkt sich so, wow, das kann jetzt hier echt nicht wahr sein. Und ja, weckt ihn auf eine sehr unschöne Art und Weise. Und sie erkennt ihn erstmal nicht. Sie erkennt Killian nicht. Killian ist der Leadsänger der Band Killed John, die gerade sehr, sehr berühmt ist und groß ist. Und ja, zwischen den beiden entspinnt sich dann eine Freundschaft und eventuell auch mehr. Und was halt mit Libby und Killian dann alles passiert, das ist, worum es im ersten Teil geht. Wie gesagt, im zweiten Teil geht es dann um Scotty. Scotty ist einfach so toll. Wirklich, Scotty hat sowas von einem Stock im Arsch. Wirklich, es ist so. Scott hat einfach einen Stock im Arsch. Der steckt ganz tief drin. Und dann kommt da Sophia, hieß sie, glaube ich, vom zweiten Teil, oder Sophie. Und die ist halt genau das krasse Gegenteil. Die ist so ein lebensfroher, lustiger, aufgeschlossener Mensch. So, das Leben ist schön, das Gras ist grün und sie ist immer fröhlich und gut drauf. Und ja, die beiden treffen dann halt aufeinander im zweiten Teil. Und das ist, es ist einfach toll. Also ich kann euch diese Reihe hier wirklich nur empfehlen. Ich fand die ersten drei Teile wirklich richtig, richtig gut. Ich freue mich sehr auf den vierten Teil, der dann vielleicht irgendwann nächstes Jahr erscheint. Und auch auf den fünften, der ja rein theoretisch dann auch noch kommen müsste irgendwann. Und ja,
Idol von Kristen Callahan kann ich euch auf jeden Fall auch nur empfehlen. Ist für mich keine typische New Adult-Geschichte, auch wenn meiner Erinnerung nach gerade im ersten Teil die Charaktere noch jünger sind. Aber Scotty ist auf jeden Fall dann im zweiten Teil auch schon ein bisschen älter. Oder sind die schon älter? Ihr könnt es auf jeden Fall in die Kommentare schreiben, falls ihr wisst gerade, wie alt die hier in den Büchern sind. Aber ich glaube, im ersten Teil sind die Anfang 20 und dann im zweiten und dritten sind die schon ein, zwei Jahre noch älter und so Mitte 20. Also schlagt mich nicht, ich weiß es nicht mehr genau. Aber die kann ich euch auf jeden Fall empfehlen, ist auch jetzt nicht so typisch New Adult. Das nächste Buch, was ich euch zeigen möchte, ist Never Loved Before von Monica Murphy. Auch hier sind die Charaktere noch jünger. Also sie sind auch Anfang 20. Aber dieses Buch ist etwas komplett anderes, denn es geht hier um eine junge Frau, die entführt wurde, die vergewaltigt wurde und die überlebt hat. Und sie hat überlebt, weil der Sohn des Entführers sie gerettet hat. Und es geht jetzt im Endeffekt in dieser Geschichte darum, dass 8 Jahre vergangen sind und Katie immer noch nicht so richtig zurück ins Leben gefunden hat. Sie traut sich immer noch nicht rauszugehen, sie hat immer noch Angst vor Menschen und ja, sie hat halt auch Angst vor Männern. Und sie hätte sehr, sehr gern einen Mann in ihrem Leben, um halt einfach auch nicht mehr alleine zu sein, aber sie traut sich halt einfach nicht, weil sie Angst hat vor dem, was passiert, wenn sie jemanden näher an sich heranlässt. Und in dieser Geschichte geht es um Katie, die versucht, zurück ins Leben zu finden, und um Ethan. Und Ethan und Katie lernen sich eines Tages kennen und man merkt sofort, dass da eine gewisse Verbindung ist zwischen den beiden. Und man tut dann im ersten Teil, also es gibt 2 Teile, die zusammengehören, und im ersten Teil merkt man, wie Ethan Katie Stück für Stück so ein bisschen zurück ins Leben holt und ja, dann passiert etwas und Ethans Vergangenheit holt die beiden quasi ein und ja, ich kann jetzt nicht sagen, was das ist, weil dann würde ich euch fett spoilern und ja, ob dieser große, schwere Schicksalsschlag, was Katie dann da herausfindet, die beiden auseinandertreibt oder halt auch nicht, das ist es im Endeffekt, worum es in dieser Geschichte geht, so im ganz, 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 ganz groben und ich muss sagen, ich fand dieses Buch unglaublich gut. Ich fand es richtig toll erzählt. Ich fand Katie als Protagonistin sehr, sehr nachvollziehbar. Also man hat es ja oftmals, dass in bestimmten Büchern man Charaktere vielleicht nicht so versteht, weil man die Hintergründe nicht versteht. Man kann das Ganze nicht so nachvollziehen. Man kann sich nicht so hineinversetzen in die Situation. Und ja, das war bei Katie hier nicht der Fall. Also man konnte das komplett verstehen. Es gibt für Leute, die sich durch Vergewaltigung sehen und sowas triggern lassen, also ich lese sowas auch überhaupt nicht gerne. Es ist schon schlimm genug, wenn ich weiß, dass einem Charakter das passiert ist, aber sowas dann noch zu lesen, finde ich ganz, ganz schrecklich. Es gibt im ersten wie auch im zweiten Teil gibt es Rückblenden in die Zeit ihrer Entführung. Das sind einzelne Kapitel, ich glaube, hier sind es 2, im zweiten Teil ist es 1 Kapitel mit jeweils 2 oder 3 Seiten. Das kann man einfach überblättern, wenn man das nicht lesen möchte. Das finde ich sehr, sehr gut, dass das halt als extra Kapitel gemacht wurde, dass man halt einfach sagen kann, okay, ich will das jetzt nicht lesen, ich überblätter das einfach. Und ja, dann muss man das halt nicht lesen. Und ich finde die Geschichte richtig, richtig toll. Ich muss diese Bücher eigentlich auch nochmal lesen, weil die Geschichte von Katie und Ethan hat mir sehr, 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 sehr gut gefallen. Und ich finde, dieses Buch ist damals, wo das rauskam, auch sehr untergegangen in diesem ganzen New Adult Liebesroman-Pool, den es da ja gibt an Büchern. Und ja, ich kann euch Never Loved Before und Never Let You Go, das ist der zweite Teil, wirklich nur empfehlen. Schaut euch die Bücher mal an, wenn ihr mal eine etwas andere Liebesgeschichte lesen wollt. Und ja, mir hat sie sehr, sehr gut gefallen und ich werde dieses Buch definitiv irgendwann nochmal lesen. Machen wir weiter mit dem nächsten Buch. Das ist auch der zweite Teil einer Reihe. Ich habe auch bisher aus dieser Reihe nur dieses eine Buch gelesen. Ich wollte da immer mal weiterlesen, habe es aber irgendwie nie getan. Fragt mich warum, keine Ahnung. Sollte ich auch irgendwann mal tun, damit ich diese Reihe auch mal beenden kann. Und zwar habe ich gelesen von V. Keeland Player. Das ist eine Dirty Office Romance. Ja, dieses Buch hat mir auch sehr, sehr gut gefallen. Ich fand es auch teilweise sehr, sehr witzig und sehr, sehr charmant und ach, es war einfach eine tolle Liebesgeschichte, auch mit Erotik natürlich. Diese Bücher haben alle Erotik im Übrigen, ne? Also da gibt es jetzt kein Buch, was keine Erotik hat. Also die sind alle mit erotischen Anteilen. Ja, also Player von V. Keeland und in diesem Buch geht es um, warte, wie hieß sie? Emery Rose und Emery Rose ist Paartherapeutin und ja, sie hat es geschafft, einen super Deal abzuschließen. Sie hat ein sehr, sehr günstiges Büro bekommen und ist jetzt total happy. Also sie ist gerade nach New York gezogen und ist sehr, sehr glücklich, dieses günstige Büro bekommen zu haben und ja, zieht dann da ein und macht alles schön und auf einmal
steht der Mann hinter ihr und fragt sie, was machen Sie in meinem Büro? Und dann stellt sich halt heraus, dass Emery Betrügern aufgesessen ist und das jetzt nicht ihr Büro ist, sondern das von dem Mann, der da auf einmal hinter ihr stand. Und Emery ist sehr, sehr verzweifelt und weiß jetzt nicht, was sie machen soll. Und dieser Mann, sein Name ist Drew, hat dann Mitleid mit Emery und bietet ihr an, hey komm, ich gebe dir einen Raum von meinem ganzen Büro, wo du halt erstmal deine Paartherapie machen kannst, störe mich aber nicht und bla. Und ja, bis du was anderes gefunden hast, weil er hat halt schon sehr, sehr großes Mitleid mit ihr, weil sie halt wirklich all ihr ganzes Geld jetzt da rein investiert hat und ja, sie jetzt quasi ja vor dem Nichts steht. Und ja, was Emery und Drew dann alles so erleben in ihrem Büroalltag als Scheidungsanwalt und Paartherapeutin, das ist es, worum es in diesem Buch geht. Ich muss sagen, mir hat es sehr, sehr gut gefallen. Ich fand es teilweise sehr witzig erzählt und sehr, sehr charmant erzählt und mir hat es sehr gut gefallen. Deswegen wollte ich auch den ersten, dritten und vierten Teil, glaube ich. Ich glaube, es sind 4 Teile in dieser Reihe. Ich bin mir gerade nicht ganz sicher. Ja, auf jeden Fall wollte ich die weiteren Teile aus dieser Reihe auch unbedingt mal noch lesen. Muss ich halt auch irgendwann nochmal machen. Aber Player kann ich euch auf jeden Fall empfehlen. War sehr, 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 sehr süß. Machen wir weiter mit einem Buch, was ich euch auch schon öfters in die Kamera gehalten habe. Und zwar Stay von Helena Hunting. Stay ist der erste Teil einer mehrteiligen Reihe. Ihr habt mir alle schon letztens in die Kommentare geschrieben, dass es hier noch einen weiteren Teil geben wird, einen 5. Ich hatte halt auch überhaupt nicht auf dem Schirm, dass noch einer aus der Reihe da fehlt von den Miles Brothers. Ich habe dann irgendwann ehrlich gesagt mit den Brüdern und den Cousins den Überblick verloren und wer wohin gehört. Und ja, es kommt auf jeden Fall hier noch ein 5. Teil. Und ja, Stay ist der erste Teil dieser Reihe und diese Reihe ist unglaublich humorvoll und sehr, sehr süß erzählt. Die Geschichten haben mir bisher alle sehr gut gefallen. Für mich bisher der schwächste Teil war der 3. Dann kommt der 4. Dann kommt der 2. Und der 1. ist halt auch für mich an erster Stelle. Ich fand ihn einfach so toll. Im ersten Teil geht es um Ruby und Ruby wird auf einer Party von einem fremden Mann geküsst und wird daraufhin krank. Was sehr, sehr schwierig ist, denn sie hat an dem Tag, als es ihr so richtig schlecht geht, ein Vorsprechen. Ruby ist Schauspielerin und ja, hat dann ein Vorsprechen an dem Tag und ja, dann passiert dort etwas sehr Schwieriges und ja, sie erhält natürlich die Rolle nicht und ist dann sehr verzweifelt und eine Freundin von ihr sagt ihr dann, hey, der und der, der fährt jetzt weg und sucht jemanden, der auf seine Wohnung aufpasst, weil er hat Haustiere und da muss jemand da sein, der sich um die Tiere kümmert. Und ja, Ruby nimmt dieses Angebot an. Zum einen, damit sie einen Job hat und zum anderen, weil sie aus ihrer Wohnung fliegen wird, weil sie keinen Job hat und kein Geld mehr hat, ihre Wohnung zu bezahlen. Und da ist sie jetzt halt erstmal unter und kann sich halt für die Zeit, wo sie halt auf diese Wohnung aufpasst, erstmal was überlegen, was sie denn jetzt weitermachen soll. Und ja, Ruby telefoniert dann immer regelmäßig mit dem Besitzer dieser Wohnung. Und ja, was dann halt zwischen ihr und Bane, so heißt der Besitzer, alles so passiert, das ist es, worum es in diesem Buch geht. Und ich muss sagen, ich fand den ersten Teil wirklich richtig, richtig gut. Mir hat das Buch sehr, sehr gut gefallen und allein dieser Anfang bei diesem Vorstellungsgespräch, Leute, es war Fremdschämen pur. Man liest das und denkt sich so, nein, das passiert jetzt nicht wirklich. Oh mein Gott, nein, das passiert jetzt nicht wirklich, Leute, das, nein. Ja, es passiert dann aber doch und ja, ich kann euch Stay, Hold, Keep und Hope. Warte, das sind die Bücher hier hinter mir. Die kann ich euch auf jeden Fall auch alle wirklich nur ans Herz legen. Das sind alles keine College-Geschichten oder irgendwas. Die Charaktere sind ja auch Mitte, Ende 20. Und ja, ich liebe diese Reihe. Sie ist, wie gesagt, sehr, sehr witzig und sehr gefühlvoll auch und sehr tolle Charaktere. Und ach, ich freue mich auf den 5. Teil, der dann kommt. Ich kann euch die Miles Brothers Reihe, wie sie heißt, oder halt Stay, Hold, Keep, Hope, wirklich nur empfehlen, schaut sie euch an. Ganz, ganz tolle Bücher. Machen wir weiter mit einer Reihe, die ich wahrscheinlich so nie gelesen hätte, hätte mir der Verlag nicht den ersten Band einfach zugeschickt. Und zwar Diamonds for Love von Leila Hagen. Ich muss sagen, diese Cover sprechen mich nicht wirklich an. Sie glitzern, das ist toll, aber ansonsten ist das jetzt kein Cover, was mich richtig ansprechen würde. Ich kann euch nicht sagen, warum irgendwie. Ich weiß nicht. Ist auf jeden Fall nicht meins. Ich habe den ersten Teil, wie gesagt, damals vom Verlag einfach zugeschickt bekommen und fand, dass das ganz, ganz toll klang und habe dieses Buch gelesen und geliebt und habe die ganze Reihe geliebt. Es sind insgesamt 9 Bände in dieser Reihe und das ist die Bennett Family, so heißt diese Reihe und da geht es um die Familie Bennett. Die Familie Bennett hat 9 Kinder, 9 Bücher. Jedes dieser Kinder bekommt hier ein Partner und im ersten Teil geht es um den ältesten Sebastian Bennett und Sebastian hat ein
Schmuckimperium aus dem Boden gestanzt. Quasi er hat seine Eltern dazu überredet, ihre Farm zu verkaufen, um Startkapital zu haben, und hat mit diesem Startkapital ein Vermögen gemacht für sich und seine Familie. Der Familie geht es inzwischen sehr, sehr gut. Viele Familienmitglieder arbeiten auch in dieser Firma, einige nicht. Und ja, es geht dann, wie gesagt, um die Familie Bennett, um die Kinder und darum, dass sie alle einen Partner finden. Und ich muss sagen, dass diese Reihe wirklich so richtig süße, niedliche Liebesgeschichten sind, die man gut zwischendurch mitlesen kann, um abzuschalten. Das sind keine Geschichten, wo man übermäßig viel Drama erwarten kann oder irgendwas. Das sind Geschichten, die sind wirklich gut für zwischendurch einfach zum Abschalten. Ich habe die wirklich sehr, sehr gerne gelesen. Mir haben die immer sehr, sehr viel Spaß gemacht. Und ja, die Familie Bennett, gerade die Männer, was soll ich sagen? Einfach toll. Einfach toll. Wobei ich sagen muss, mein persönlicher Lieblingsteil ist der dritte Teil. Da geht es um Pippa Bennett. Bei Pippa ist etwas Schlimmes passiert. Ihr Mann hat sie quasi nur ausgenutzt und hat sich dann im Endeffekt von ihr scheiden lassen. Und sie hat halt immer noch sehr an diese Beziehung zu knabbern. Und lernt dann Eric Callahan kennen. Und Eric ist ein Witwer, hat eine 12-jährige Tochter und ja, ist halt auch Geschäftsmann. Und die beiden treffen dann aufeinander und Pippa ist sehr, sehr skeptisch und Eric ist sehr, sehr skeptisch. Und Pippa kümmert sich dann halt so ein bisschen um die Tochter von Eric, weil er mit dem Bruder von Pippa, also mit Sebastian, irgendwie einen Deal eingehen möchte. Und ja, die beiden kommen sich dann näher und was dann halt alles so passiert, das ist, worum es im dritten Teil geht. Und ich muss sagen, ich fand den dritten Teil richtig, richtig toll. Allein der Aspekt, dass Eric Witwer ist, das war schon sehr, sehr schwierig an manchen Stellen zu lesen. Und halt auch Pippa mit ihrer Vergangenheit, weil sie da ja so verarscht wurde auf gut Deutsch, das war auch sehr, sehr krass. Und dann halt zu sehen, wie diese beiden Menschen so zueinander finden, war einfach nur ganz, ganz toll. Und ja, ich liebe diese Reihe. Ich kann sie euch wirklich nur empfehlen. Es gibt auch sehr viel Erotik streckenweise in den Büchern. Also es gibt Geschichten, da ist mal mehr Erotik drin und es gibt Geschichten in dieser Reihe, da ist weniger Erotik drin, aber es kommt auf jeden Fall Erotik drin vor, das auf jeden Fall. Und ja, ich kann euch diese Reihe wirklich nur empfehlen, mir hat sie sehr, sehr gefallen, sehr, sehr viel Freude bereitet und es sind für mich halt einfach so süße, niedliche Liebesgeschichten, die man halt so gut zwischendurch mitlesen kann. Und in die Kategorie süße, niedliche Liebesgeschichten zählt auch die nächste Reihe, nämlich die Green Mountain Serie von Mary Force. Das ist der erste Teil, Alles, was du suchst, und auch diese Reihe hat mir sehr, sehr gut gefallen. Hier hat mir besonders gefallen das Setting, dieses Naturverbundene und auch die Charaktere. In dieser Reihe hier geht es um die Familie Abbott und auch die Familie Abbott hat einige Kinder und Cousinen und Cousins und ja, um diese ganze Familie dreht es sich quasi hier in dieser Reihe. Und wie gesagt, es sind sehr, sehr süße, niedliche Liebesgeschichten, auch mit relativ viel Erotik in manchen Geschichten, in manchen Bänden. Und ich muss sagen, diese Bücher sind sehr, sehr gefühlvoll auch geschrieben, finde ich. Also jetzt nicht jeder Band, es gibt auch sehr schwache Bände in dieser Reihe, wie zum Beispiel der vierte. Da war einfach alles zu überstürzt, da hätte sich die Autorin viel, viel mehr Zeit für die Entwicklung lassen müssen. Das war einfach alles so pam, 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 pam. Und das war alles so, okay, das, ja, weiß ich jetzt nicht, was ich von halten soll. Aber es gibt halt auch ganz, ganz tolle Teile dieser Reihe, wie der erste, der zweite, der sechste. Das sind so meine Favoriten. Auf jeden Fall gibt es stärkere Bücher dieser Reihe und halt schwächere, wie es halt immer ist, mit rein. Und ich kann auch nur hier sagen, süße, niedliche Liebesgeschichten, die mir sehr, sehr gut gefallen haben, die sich super für zwischendurch lesen lassen, einfach zum Abschalten, zum Runterkommen. Im ersten Band geht es um Cameron und Cameron hat eine eigene Firma. Sie macht Webdesigns und sowas. Und sie wird angeheuert vom Green Mountain Store in Butler in Vermont. Das ist so eine kleine, verschlafene Stadt, die auch viel von Tourismus und so lebt. Und dort gibt es, wie gesagt, diesen Store. Der möchte jetzt gern sich einen Online-Store noch mit aufbauen. Und da soll Cameron und ihre Firma jetzt hinkommen und da das Webdesign und so machen. Ja, und auch die Anreise nach Butler ist für Cameron schon ein Erlebnis, denn sie tut einen Elch anfahren und fährt sich dann im Schlamm fest und ja, kommt dann eigentlich gar nicht nach Butler und Kamera. Warum bin ich jetzt schon wieder unscharf? Danke. Und ja, wird dann aber gerettet von Will Abbott und Cameron und Will so, die wissen am Anfang nicht so richtig, was halte ich jetzt von der Person? Und dann entwickelt sich halt etwas zwischen den beiden. Und das ist eine ganz, ganz tolle Geschichte mit so auch ihren Problemchen, die die beiden dann halt auch im Laufe der Geschichte haben. Und ja, ich mag die Green Mountain Serie sehr. Und was dann halt mit dieser ganzen Familie so passiert, das ist es, worum es in diesen Büchern geht. Und auch hier sind die Charaktere, so wie gesagt, schon so Ende 20. Teilweise dann schon Anfang 30, was mir sehr, sehr gut gefallen hat. Und ja, ich kann euch die Green Mountain Serie von Mary Force auf jeden Fall nur empfehlen. Schaut sie euch an. Es
ist eine ganz, ganz tolle Reihe mit süßen, niedlichen Liebesgeschichten mit Erotik. Machen wir weiter mit der nächsten Reihe, und zwar ist das eine der ersten Liebesromanreihen, die ich jemals gelesen habe. Und zwar ist das die Edinburgh Love Stories von Samantha Young. Das hier ist der erste Teil, Dublin Street. Und ich liebe, liebe, liebe diese Reihe auch heute noch sehr. Ich finde, es ist eine richtig, richtig, richtig gute Reihe mit Liebesgeschichten. Es geht hier um einen Freundeskreis, der in Edinburgh in Schottland lebt. Und diese Geschichten sind einfach alle wirklich bezaubernd. Der erotische Anteil ist hier eher geringer in den Büchern, wenn ich mich da so recht erinnere. Es ist jetzt schon 6 Jahre her, dass ich diese Bücher gelesen habe. Also ja, es ist schon eine Weile. Und ich kann sie euch trotzdem nur empfehlen, die Edinburgh Love Story ist ganz, ganz toll. Im ersten Teil geht es um Jocelyn Butler, und sie ist am Anfang in dieser Reihe Anfang 20, aber diese Reihe setzt sich ja fort. Das heißt, die Charaktere werden mit jedem Band auch älter, weswegen wir dann am Ende, glaube ich, da so sind, dass die alle so um die Ende 30 sind am Ende von dieser Reihe. Und ja, auf jeden Fall ist Jocelyn Anfang 20 und sie sucht eine neue Bleibe. Sie ist jetzt fertig mit der Uni, fertig mit dem Studieren, und sie ist jetzt bereit, so ins richtige Leben einzutauchen und sucht jetzt halt eine Wohnung und hat ein Wohnungsangebot gesehen von einer Frau, die halt noch eine Mitbewohnerin sucht, und da will sie jetzt halt hinfahren. Und während dieses Taxi ranfährt und sie einsteigt, merkt sie, dass auf der anderen Seite auch noch jemand eingestiegen ist. Und zwar ein sehr attraktiver Mann, der ein bisschen älter ist als sie, und ja, die beiden diskutieren dann hin und her, wer jetzt das Taxi nimmt, und dann sagen sie, hey, okay, komm, wir fahren jetzt einfach zusammen das Stück, und der, der dann weiter muss, behält das Taxi. Und ja, so treffen die beiden dann das erste Mal aufeinander, und dieser Mann ist Braden, und es stellt sich dann heraus, dass Braden der Bruder von der Frau ist, die eine Mitbewohnerin sucht. Und so treffen Braden und Jocelyn dann später wieder aufeinander. Und ja, was mit den beiden alles so passiert, das ist es im Endeffekt, worum es in diesem Buch geht. Und ich muss sagen, es ist eine richtig, richtig tolle Liebesgeschichte. Mein Lieblingsteil aus dieser Reihe ist der dritte. Ja, ich liebe diese Reihe sehr. Ich kann sie euch wirklich nur ans Herz legen. Wenn ihr die Edinburgh Love Stories von Samantha Young noch nicht kennt, lest sie. Das ist definitiv für jeden Liebesromanleser, der gerne solche Bücher liest, Pflicht. Ich liebe, liebe, liebe diese Reihe, und ja, kann sie euch wirklich immer wieder nur ans Herz legen. Und es sind wirklich tolle Geschichten, die hier erzählt werden. Und wie gesagt, ich finde es halt toll zu sehen, wie die Charaktere sich halt auch entwickeln. Und dadurch, dass das ja ein Freundeskreis ist, wo das Ganze spielt, erfährt man natürlich auch, was mit den Charakteren passiert. Man erfährt, was mit Braden und Jocelyn dann im weiteren Verlauf in den Jahren so passiert. Und das finde ich einfach ganz, ganz toll. Und ja. Ich empfehle euch die Edinburgh Love Stories, lest sie, schaut sie euch an, und ja, es ist eine ganz, ganz tolle Reihe auf jeden Fall. Das nächste Buch, was ich noch mit rausgesucht habe, ist wieder ein Einzelband, und es ist ein etwas anderes Buch. Und zwar habe ich mal noch mit rausgesucht Paper Swan, Ich will dich nicht lieben von Leila Etta. Es ist ein etwas anderes Buch, es ist eine etwas andere Liebesgeschichte, aber dieses Buch hat mich damals sehr, 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 sehr berührt. Und ich fand es damals einfach großartig, wo ich es gelesen habe. Es ist jetzt auch schon, glaube ich, 5 oder 6 Jahre her. Ich glaube 5, dass ich dieses Buch gelesen habe. Aber es ist ganz, ganz toll. Es geht hier um eine Entführungsgeschichte und wie das dann halt am Ende sich alles so zusammenspielt. Das ist einfach nur richtig, richtig gut gemacht. Da das jetzt schon so lange her ist, kann ich euch jetzt nicht genau eine Inhaltsangabe wiedergeben, ohne euch zu fett zu spoilern. Deswegen lese ich euch jetzt bei dem Buch hier einfach mal den Klappentext vor. Als Sky Sedgwick im stickigen Kofferraum eines fahrenden Autos aufwacht, rechnet sie mit ihrem sicheren Tod. Doch ihren Führer lässt sie am Leben und verschleppt Sky stattdessen auf ein kleines Boot, wo er sie mehrere Wochen gefangen hält. Wochen voller Hunger, Demütigung, Schmerz und Angst. Auf hoher See und ohne Ziel hat Sky bald alle Hoffnung verloren, dass man sie findet und befreit. Und mit jedem anbrechenden Tag sehnt sie sich mehr nach Erlösung. Sie kann an nichts anderes mehr denken als den Tod. Und an Esteban, den wichtigsten Menschen in ihrem Leben. Als Kinder waren sie einst unzertrennlich, bis Esteban von einem auf den anderen Tag einfach aus ihrem Leben verschwand. Skys sehnlichster Wunsch war es, ihn eines Tages wiederzusehen. Doch diese Hoffnung stirbt mit jedem Blick in die eiskalten Augen ihres Peinigers. Bis Sky erkennt, dass sie sich in diesen Augen schon einmal verloren und ihren Führer sie nicht zufällig ausgewählt hat. Ich muss sagen, die Charaktere hier in diesem Buch sind noch relativ jung. Aber das ist keine typische New Adult-Geschichte. Wie gesagt, es ist eine Entführungsgeschichte.
die wirklich richtig krass ist. Also, wow. Also, wo ich das gelesen habe, dachte ich nur, what the fuck ist hier falsch? Und man macht auch mehrere Zeitsprünge dann in diesem Buch noch. Also es vergehen dann zwischenzeitlich auch wieder mehrere Jahre. Und es ist einfach wirklich eine Geschichte, die mir damals sehr, sehr ans Herz gegangen ist, die mir sehr, sehr nah gegangen ist, die ich ganz, ganz toll fand. Und ja, es ist definitiv keine Liebesgeschichte, wie man sie täglich liest. Und ich finde das Buch immer noch ganz, ganz besonders. Und jeder, der mal eine Liebesgeschichte lesen möchte, die komplett anders ist, als man sie so erwartet und kennt, der sollte sich Paper Swan von Leila Etta auf jeden Fall angucken. Ich fand dieses Buch einfach nur großartig. Wirklich richtig großartig und ich muss das auch irgendwann definitiv nochmal lesen. Machen wir weiter mit dem nächsten Buch und zwar ist das Boston Nights, Wahres Verlangen von Samantha Young. Dieses Buch ist auch ein Einzelband und ich hatte nach der Edinburgh Love Story von Samantha Young einige Bücher gelesen, die mir dann allerdings aber alle nicht mehr so 100% gefallen haben, bis auf die Hardware Love Stories, aber bei den Hardware Love Stories ist es halt so, da ist nur der erste und der zweite Band bisher erschienen und ob da der dritte kommt, steht gerade so ein bisschen in Frage, weil ja der Verlag gewechselt wurde und naja, da hängt einiges dran. Auf jeden Fall, Hardware Love Stories, die ersten beiden Bände sind aber auch ganz, ganz tolle, niedliche Liebesgeschichten. Und ja, auf jeden Fall, Boston Nights ist eine Geschichte gewesen von Samantha Young, die mir nach langer, langer Zeit wieder wirklich richtig gut gefallen hat. Es ist eine Geschichte, ja, um eine Beziehung, die eigentlich keine Beziehung ist oder sein soll und um Menschen, die sich nicht verlieben wollen, sich dann aber doch verlieben und sowas mag ich immer sehr gerne und ja, Boston Nights hat mir, was das betrifft, sehr gut gefallen. Es geht in diesem Buch um zwei fremde Menschen, die einen One-Night-Stand miteinander verleben und dann sagen, okay, wir gehen jetzt getrennte Wege und sie sich dann aber zufällig wieder begegnen und beide so sich auch nicht vergessen konnten und Caleb, so heißt der Mann, macht Ava dann einen Vorschlag, etwas Unverbindliches anzufangen, solange wie er bei ihr in der Stadt ist. Und ja, ob Ava dann da eingehen soll, darauf weiß sie nicht, denn sie hat nach diesem One-Night-Stand schon gemerkt, dass sie für Caleb irgendwie was empfindet und sie hat jetzt Angst, wenn sie sich darauf einlässt, dass sie sich dann vielleicht doch irgendwie verlieben könnte. Und ja, was mit Ava und Caleb passiert, das ist es, worum es in diesem Buch geht. Und ich fand das Buch richtig gut, mir hat es sehr gut gefallen, mich hat es sehr gut unterhalten. Ist eine tolle Liebesgeschichte und ja, kann ich euch auch nur empfehlen, wenn ihr gerne Liebesgeschichten lest, schaut euch Boston Nights von Samantha Young auf jeden Fall an. Machen wir weiter mit dem nächsten Buch und das ist wieder eine Reihe und zwar True North von Sarina Bowen. Das ist auch eine Reihe, wo ich sage, oh, ich liebe sie. Ich liebe sie so sehr. Man muss sagen, der erste Teil ist für mich hier einer der schwächeren Teile leider. Ich habe damals den zweiten Teil als allererstes gelesen, wusste aber nicht, dass es halt der zweite Teil ist, diese Reihe und habe dann danach aus den ersten gelesen und fand halt da schon den ersten um einiges schwächer wie den zweiten. Also, falls ihr hier den ersten Teil gelesen habt, lest auf jeden Fall den zweiten, weil der erste Teil ist halt wirklich mit der schwächste Teil der ganzen Reihe. Ja, in dieser Reihe geht es um die Familie Shipley und um die Einwohner von einer kleinen Stadt in Vermont. Ich habe gerade den Namen dieser Stadt vergessen. Es ist nicht Butler. Ja, ich habe den Namen vergessen von der Stadt, wie sie heißt. Auf jeden Fall geht es um die Familie Shipley und halt um die Einwohner in dieser Stadt und ja, darum, was jeder so für sein Päckchen so zu tragen hat in seinem Leben. Und natürlich geht es auch um die Liebe. Und hier im zweiten Teil, den ich ja zuerst gelesen habe, man kann diese Bücher rein theoretisch unabhängig voneinander lesen. Man muss sich aber darüber bewusst sein, liest man jetzt zum Beispiel Teil 5 als allererstes, dass man da natürlich schon mit den Pärchen aus den vorherigen Bänden alles so erfährt und weiß. Also man spoilert sich dann so ein bisschen, aber das finde ich jetzt bei den Reihen nicht schlimm. Also man kann die rein theoretisch durcheinander lesen. Huch, jetzt fällt mir das Handy gleich aus der Hosentasche. Auf jeden Fall, ich habe den zweiten damals zuerst gelesen und im zweiten Teil geht es um Jude und um Sophie. Und Jude war im Gefängnis und ist jetzt wieder aus dem Gefängnis entlassen und versucht sich gerade so wieder im Leben einzufinden und versucht wieder ins Leben zurückzufinden. Da trifft er auf seine große Liebe Sophie. Und Jude hatte immer Angst vor dieser Begegnung, denn er hat vor einigen Jahren den Bruder von Sophie umgebracht. Bei einem Autounfall, an dem er schuld ist. Und ja, daran ist diese Beziehung natürlich auch zerbrochen. Und als Jude Sophie aber wieder sieht, merkt er, dass er halt immer noch Gefühle für sie hat. Und er fragt sich, ob er jemals eine zweite Chance bei ihr haben kann. Und wie es ihr halt so geht und was da halt alles so bei ihr in den letzten Jahren passiert ist und ja, was dann halt mit Jude in diesem Buch alles passiert. Das ist es im Endeffekt, worum es in diesem Buch geht. Und ich muss sagen, dass die Geschichte von Jude mich wirklich sehr, sehr berührt hat. Da sieht man mal, was halt alles passieren kann,
wenn Menschen durch Vorurteile halt in Ecken und Richtungen gezwängt werden. Ich kann das jetzt gar nicht anders erklären, ohne euch zu spoilern, aber dieses Buch ist wirklich ganz, ganz toll und ich liebe den zweiten Teil der Vermont-Reihe und kann ihn euch auch wirklich nur empfehlen. Genauso wie ich den sechsten Band der Reihe übelst gut fand, also Teil 2, dann kommt Teil 6 bei mir. Ich liebe, liebe diese Geschichten, die da erzählt werden und ja, kann euch das Ganze auf jeden Fall nur empfehlen. Die Charaktere hier sind auch so Mitte 20 ungefähr und ja, ich liebe, liebe, liebe es und empfehle euch die True North oder Vermont-Reihe von Sarina Bowen auf jeden Fall und leg es euch nahe, diese Reihe auf jeden Fall zu lesen. Lest sie. Und jetzt kommt ein Krankenwagen. Ein paar Bücher habe ich noch, wir haben es aber fast geschafft. Dann kann ich euch auf jeden Fall noch empfehlen, die Golden Dynasty-Reihe von Jennifer L. Armentrout. Hier ist es allerdings wichtig, diese Reihe in Reihenfolge zu lesen, also 1, 2, 3. Und auch beim ersten anzufangen, sonst versteht ihr das alles nicht, was im dritten passiert. Denn in dieser Familie geht es um ein großes Familiengeheimnis. Und es ist so ein bisschen mystisch, so ein bisschen paranormal, Activity-mäßig auch in dieser Reihe. Und es geht um Geister und um eine Vergangenheit und um Betrug und Intrigen und ich liebe diese Reihe, wirklich. Die ist so gut. Die ist teilweise sehr, sehr kitschig und sehr drüber und sehr überdramatisiert und alles, aber ich liebe es. Diese Geschichten sind einfach so unglaublich gut. Das ist jetzt der dritte Band, der für mich auch beste Band der Reihe, was da alles rauskam. Ich meine, hier im dritten Band gipfelt sich dann alles, was so in den ersten beiden sich so aufgebaut hat, auch an Spannung und von der Geschichte her. Das gipfelt sich dann hier alles im dritten und macht dann so Boom und du denkst dir so, what? Oh mein Gott. Ja, aber ich kann euch Golden Dynasty von Jennifer Armentrout auf jeden Fall empfehlen. Es geht hier um die Familie de Vincent. Die Familie de Vincent ist alter Geldadel. Und die Geschichte beginnt damit, dass der Vater von den drei de Vincent-Brüdern tot aufgefunden wird und dieser Mord erstmal geklärt werden muss. Und es versucht wird herauszufinden, was da genau passiert ist. War es jetzt Selbstmord? War es Mord? Was ist da genau los? Und ja, dann taucht die Schwester der de Vincents wieder auf. Sie war viele Jahre verschwunden und wurde dann auf einmal kopfüber treibend im Pool gefunden, nach 10 Jahren. Also sie ist 10 Jahre vorher verschwunden und auf einmal lag sie da kopfüber schwimmend im Pool und ihre drei Brüder standen da, was? Und was ist da passiert? Und seitdem liegt sie halt im Koma und Lucien de Vincent ist ihr Zwillingsbruder und er sucht jetzt halt eine Krankenpflegerin für seine Schwester, also jemand, der sich rund um sie kümmert und halt auf sie aufpasst und ja, ihr durch Therapie vielleicht auch ein bisschen helfen kann und so trifft er dann auf Julia. Und Julia fängt dann bei den de Vincents an und merkt dann sehr, sehr schnell, dass nichts ist, wie es zu sein scheint und dass bei dieser Familie ganz schön viel im Argen ist. Und ja, was dann bei den de Vincents alles so los ist, was da für Intrigen dahinter hängen, was mit dieser Schwester ist, die auf einmal in diesem Pool schwamm und was Julia alles dort widerfährt, das ist es, worum es im ersten Teil bei der de Vincent-Saga geht. Und ich kann euch diese Reihe wirklich nur empfehlen. So verdammt gut. Und dieser paranormale Anteil, da ist so ein kleiner paranormaler Anteil. So Türen gehen einfach zu, Kletterranken bewegen sich und man hört Lachen im Flur und sowas. Sowas triggert mich ja total. Ne? Da bin ich ja total empfänglich für so einen Scheiß. Und ja, das hat man halt in diesem Buch auch. Und richtig, richtig krass. Also ich kann euch wirklich das hier wirklich nur empfehlen. Lest es. Ich fand es ultra gut. Und ja, liebe, liebe, liebe diese Reihe sehr. Also es sind insgesamt 3 Bücher und der dritte Teil, ein Traum. Ein Traum, ein Traum. So gut. Dann habe ich noch eine Reihe für euch, die ich wirklich unglaublich liebe. Und zwar die Redwood-Reihe von Kelly Moran. Das ist jetzt Redwood Dreams. Es beginnt mit einem Knistern. Das ist der letzte Teil, der bisher erschienen ist in dieser Reihe. Ich liebe diese Bücher sehr. Wirklich. Ich liebe, liebe diese Bücher. Das sind so richtig schöne, kitschige Liebesgeschichten, die auch so richtig niedlich sind mit so Dramen, so alltäglichen Sachen halt auch. Und huch, so alltäglichen Sachen halt auch. Und ich liebe einfach dieses Feeling in den Büchern. Ich liebe einfach die Art und Weise, wie diese Bücher geschrieben sind. Ich liebe das Setting, ich liebe die Charaktere. Für mich passt bei diesen Büchern einfach alles, wirklich. Das sind so Bücher für mich, die ich einfach nur, die lese ich und ich kann abschalten. Ich bin komplett weg beim Lesen und kann komplett runterfahren und meinem Alltag quasi entfliehen. Und das ist ja das, was ein gutes Buch auch erreichen soll. Und ja, ich liebe, liebe die Redwood-Bücher. Das ist jetzt, wie gesagt, der letzte Teil, der fünfte. Die ersten 3 Teile heißen Redwood Love, der 4. und 5. Redwood Dreams. Ja, ich kann euch alle Bücher wirklich nur empfehlen. In den ersten 3 Teilen geht es um die O'Grady-Brüder. Diese 3 Brüder sind Tierärzte und haben gemeinsam eine Tierarztpraxis in Redwood. Und ja, um die geht es in den ersten 3 Teilen.
Im vierten Teil geht es um Jason, er ist Feuerwehrmann und ein guter Freund von den Brüdern. Und im fünften Teil geht es um Parker, er ist Sheriff in der Stadt und ja, auch mit den O'Grady-Brüdern befreundet. Und der fünfte Band war auch ultra gut, Leute, ultra. Also bei mir kommt Teil 2 an erster Stelle und dann kommt Teil 5. Also so verdammt gut. Viele haben gesagt, dass sie den ersten Teil ein bisschen langweilig fanden. Kann ich verstehen, denn der erste Teil ist auch so ein bisschen was anderes, denn im ersten Teil, unsere Protagonistin hat eine autistische Tochter und nach dieser Scheidung tut unsere Protagonistin aus dem ersten Teil, deren Namen ich gerade vergessen habe, hieß sie Abby? Ich weiß es gerade nicht. Auf jeden Fall zieht sie zu ihrer Mutter nach Redwood. Sie hat dort ein kleines Bed and Breakfast quasi. Sie vermietet dort so kleine Hütten und ja, dort lernt sie dann einen von den O'Grady-Brüdern kennen. Und was dann halt zwischen ihr und diesem Tierarzt quasi alles passiert, das ist es, worum es im ersten Teil geht. Und wie gesagt, ihre autistische Tochter spielt halt auch noch eine gewisse Rolle. Und ich kann verstehen, wenn viele sagen, denen ist das zu ruhig, weil das halt keine Geschichten sind, wo übermäßig viel Drama drin vorkommt. Also das ist jetzt kein Brittany C. Cherry Buch, wo extrem viel Drama drin vorkommt. Und an dieser Stelle fällt mir ein, dass ich nicht ein Buch von Brittany C. Cherry euch gezeigt habe bisher. Das mache ich jetzt noch, weil die gehören definitiv ja auch noch rein. Aber ja, Redwood kann ich euch auch wirklich nur wärmstens empfehlen, wenn ihr wirklich richtig tolle Liebesgeschichten sucht, wo ihr abschalten könnt. Schaut euch die Redwood-Bücher auf jeden Fall an. Ich liebe, liebe, liebe sie. Wie konnte das passieren, dass ich Brittany C. Cherry vergesse? Ich weiß es nicht. Die Bücher von Brittany C. Cherry, abgesehen jetzt von Verliebt in Mr. Daniels oder wie das Buch jetzt heißt, Meine Worte deiner Seele. Das ist nur Adult, würde ich sagen, weil da ist die Protagonistin ja auch noch in der Schule. Aber alle anderen Bücher von ihr, also die Romance Elements Reihe, wie auch Wenn der Morgen die Dunkelheit vertreibt und wenn Licht und Donner sich berühren, das würde ich jetzt nicht so direkt als nur Adult bezeichnen, sondern eher so als Contemporary Romance, weil da auch die Charaktere streckenweise sehr alt sind. Brittany C. Cherry hat halt sehr, sehr oft auch Zeitsprünge in ihren Büchern, wo die Charaktere sich dann weiterentwickeln und sich verändern und man sie einige Jahre später wieder trifft. Und ja, wenn ihr Bücher lesen wollt mit viel Drama, mit viel Gefühl, mit sehr viel Herzschmerz und Charakteren, die wirklich viel leiden müssen, dann schaut euch die Bücher von Brittany C. Cherry an. Die kann ich euch immer wieder nur empfehlen. Wer Liebesromane liest, muss Brittany C. Cherry lesen. Das geht einfach nicht. Wer Liebesromane liest und kein Brittany C. Cherry liest, das geht einfach nicht. Das passt nicht zusammen. Also ja, stellvertretend für alle Brittany C. Cherry Bücher. Wenn der Morgen die Dunkelheit vertreibt. Das Buch habe ich übrigens sehr, 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 sehr geliebt. Sehr, sehr. Ich liebe es auch jetzt noch. Gefällt mir richtig, richtig gut. Und bei der Romance Elements Serie ist Wie die Stille unter Wasser mein Lieblingsteil. Auch ultra gut. Ultra, ultra gut. Also die ganze Reihe ist gut, aber da ist das auf jeden Fall mein Lieblingsteil. I love it. Aber das wisst ihr. Ich habe euch das schon 100 Mal erzählt. So, ich habe jetzt noch 3 Bücher für euch, die etwas anders sind als die ganzen anderen Bücher. Wenn ihr Bock habt auf versaute, derbe, sehr sexlastige Geschichten, dann müsst ihr diese 3 Bücher lesen. Ich habe nicht so viele von diesen Büchern in dieser Art gelesen bisher. Deswegen ich auch nicht so viele besitze. Aber so zwischendurch ab und an kann man sowas echt mal gut lesen. Und zwar haben wir hier zum einen Broken Darkness von M. O'Keefe. Das ist eine etwas andere Geschichte. Der erste und zweite Teil gehört hier quasi zusammen und bildet eine Geschichte. Der dritte und vierte Teil in dieser Reihe sind dann andere Geschichten, wo es halt auch um andere Charaktere geht. Und das ist eine Reihe, die hat es echt in sich. Gerade der dritte Teil ist sehr, 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 sehr sexlastig und das hat mir nicht gefallen, was da drin alles so passiert ist, war auch überhaupt nicht meins, aber der vierte war dafür wieder richtig, richtig gut und ja, Broken Darkness ist eine Reihe mit sehr derber Aussprache, mit krassen Dingen, die hier passieren und einer Protagonistin, die auch sehr viel durchlebt hat und ja, das ist auf jeden Fall eine Reihe, die nichts für so zarte Gemüter ist. Also wer so gerne Liebesgeschichten liest, wie die Green Mountain Serie, nicht lesen. Also denen empfehle ich das auf jeden Fall nicht. Aber wer halt mal richtig Bock hat auf was Derberes, Versauteres, Sexlastigeres, der sollte sich auf jeden Fall Broken Darkness angucken. Dann habe ich noch die Vicious Love Reihe von L.J. Sheen. Ich weiß, dass vielen diese Reihe nicht gefallen hat, gerade weil sie so derbe, versaut, verrucht, sexlastig gewesen ist. Ich fand es recht cool. Also ich habe die komplette Reihe hier. Das sind insgesamt 4 Teile, ich glaube. Ne, ihr seht sie nicht. Die liegen hier drüben. Ja, die kann ich euch wirklich nur empfehlen. Wenn ihr sowas auch mal lesen wollt, dann schaut euch Vicious Love an von L.J. Sheen. Das ist die Sinners of Saint Reihe.
im Übrigen, nicht Wishes. Ja, aber ich fand die Bücher richtig cool. Mir hat hier, glaube ich, der dritte Teil war das, Scandal. Und der zweite war auch echt gut und der vierte war auch echt krass. Also ja, da hat jede Geschichte sowas für sich. Ich fand die richtig gut, auch wie gesagt, wenn sie richtig, richtig derbe waren und einfach mal was anderes. Hat es mir sehr gut gefallen, kann ich euch, was das betrifft, auch wirklich nur empfehlen. Und dann habe ich noch für die ganz, ganz krassen Leute unter uns, also ne, für mich krass. Also ich bin jetzt nicht so ein Dark Romance Leser, ne? Also jeder, der so Dark Romance liest, ist bei mir falsch. Der würde das hier wahrscheinlich als Witz bezeichnen, was ich euch jetzt zeige. Aber für mich war es damals richtig krass, das zu lesen. Und zwar die Game Maker-Reihe von Cressley Cole. Gerade der erste Teil war so überhaupt nicht meins. Der war einfach nur so, the fuck? Was ist falsch bei den Typen, ey? Was ist da los, Leute? Was? Ich habe echt gedacht, so beim ersten Teil damals so, was zur Hölle passiert hier? Ach du Scheiße. Ja, der erste Teil war so überhaupt nicht meins. Der zweite war dann schon eher meins. Also der war immer noch sehr, sehr stark erotiklastig und sehr versaut und sehr derbe und sehr anders als andere Bücher, die ich damals gelesen habe. Aber der hatte mir dann schon doch besser gefallen. Und der dritte, das ist der hier, der war einfach toll. Der war einfach richtig gut. Vor allen Dingen das Ende von diesem Buch war einfach so verdammt gut. Das war einfach so, ich habe es nicht kommen sehen. Ich habe das Ende von diesem Buch einfach nicht kommen sehen und saß dann da. Okay, cool, krasses Ding, wow, mega cool. Und ja, also Game Maker von Cressley Cole, auch eine Reihe, die es echt in sich hat. Und ja. Die da auch auf jeden Fall richtig krass ist. Wie gesagt, gerade der erste Teil ist so komplett so, what the fuck? Also wenn ihr auf sowas mal Lust habt, dann schaut euch diese Reihe auf jeden Fall an. Oder generell, wie gesagt, diese drei Reihen. Und ja, das wollte ich euch noch zu dem Thema erzählen. Und jetzt habe ich sehr, sehr viel geredet und versucht euch in kurzer Zeit viele Bücher zu zeigen. Ja. Falls ihr halt Bücher sucht, die halt nicht nur adult sind, wo die Charaktere halt auch einfach schon ein bisschen älter sind. Also ich hätte persönlich nicht gedacht, dass ich doch so viele Reihen habe, ohne dass sie nur adult sind, wo die Charaktere halt schon ein bisschen älter sind. Ich habe hier unten ja zum Beispiel auch noch Du bist mein Verlangen und die Big Rock-Reihe oder hier die One Kiss-Reihe. Das ist auch kein New Adult, aber ich wollte euch jetzt nicht alle Bücher zeigen, die ich habe. Ich glaube, das hat jetzt auch echt gereicht. Ich hoffe jetzt einfach mal, dem einen oder anderen ist vielleicht noch ein Buch untergekommen, was er noch nicht kannte, was er recht interessant fand oder was er vielleicht jetzt lesen möchte. Vielleicht hilft dieses Video ja dem einen oder anderen. Ich hoffe es sehr und es tut mir sehr, sehr leid. Ich bin heute so ein bisschen verplant und es ist einfach zu warm. Es ist früh am Morgen und es ist jetzt schon extrem heiß hier drin und ich denke mir nur so, ich will den Winter zurück. Bitte, bitte Winter. Der Winter ist noch ein bisschen hin. Die Sommermenschen werden mich jetzt hassen für diese Aussage, aber ich bin ein Winterkind. Also von daher darf ich sowas sagen. Ich mag den Sommer nicht. Bin überhaupt kein Sommermensch. Ja, so, genug von mir an dieser Stelle. Ich bedanke mich bei euch auf jeden Fall wie immer fürs Gucken. Falls ihr noch Reihen habt und Bücher habt, wo ihr sagt, hey, das ist kein New Adult, aber diese Bücher sind richtig toll und total empfehlenswert, schreibt sie für mich und alle anderen gerne unten in die Kommentare. Und ja, ansonsten bleibt nichts weiter zu sagen, außer ich bedanke mich bei euch immer fürs Gucken, wünsche euch noch eine schöne Woche und wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Bis dann, macht's gut. Tschüss.